So, einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf der Bindelbach Map LS15 in der schweren Vorbereitung. Und ich merke gerade, ich habe das Förderband nicht eingeschalten. Also ich bin gerade echt sehr sportlich unterwegs hier, was das Ganze angeht. Ich bin irgendwie so hochkonzentriert am Sprechen, Erklären und Machen. Und jetzt hat der kein Zugmaul vorne, oder? Ach, geleck mich doch am Teufel. Jetzt hätte ich beinahe das Fluchen angefangen. Nee, also grundsätzlich haben wir jetzt mal die Geschichte so, dass wir hier noch ein paar Sachen vorbereiten müssen. Wenn es jetzt nach dieser Folge nicht fertig sein sollte, die ganzen Sachen, die ich hier noch vorbereiten muss für das neue Safe-Game, dann, beziehungsweise für die neue Karte in dem Fall, dann werde ich das offscreen machen. Also das werdet dann nicht ihr noch mitkriegen. Das werde ich dann in dem Fall offscreen machen und dann eben schauen, dass ich das Ganze bis zum Mittwoch spätestens, also bis zur morgigen Folge dann, zum Laufen bekomme. Ich hoffe mal, das einzige Problem ist aktuell wirklich die Geschichte, dass ich ziemlich wahrscheinlich einen neuen Spielstand anfangen muss, was mich gerade selber ein bisschen ärgert an der ganzen Geschichte. Aber ich habe ja viele Sachen eben umgebaut, auch Grasflächen entfernt, neue Sachen hinzugefügt und und. Und ja, da kann ich jetzt leider nicht den alten Spielstand wieder. Ist dann Strohballen abgehauen. So ein Hund. Ja, da kann ich leider eben den Spielstand nicht benutzen, oder nicht weiter benutzen, weil sonst wächst überall das Gras durch und das sieht einfach behämmert aus. Deswegen, ich muss jetzt mal gucken, ob ich es irgendwie anders noch hinkriege, aber ziemlich wahrscheinlich wird es dann so der Fall sein, dass alle Felder wieder mit der Originalbestückung sind. Eventuell ändere ich das noch im Giants Editor, dass ich da einfach die normale Grubber-Textur oder halt dann eben wieder die Mais-Dingens-Gedöns hier Mais-Stoppeln dann hinstelle. Kann man ja alles im Giants Editor, da kann man ja jegliche Wachstumsstufe draufsetzen. Ich guck mal, wie weit ich da im Giants Editor das Ganze wieder so editieren kann, dass wir ja zu fast 100% wieder auf dem alten Stand der Dinge sind, weil definitiv habe ich keinen Bock, jetzt dann gleich wieder komplette Maisaktion hier zu starten. Das wäre ziemlich bescheuert und vor allem meines Erachtens auch ein Schmarrn. Warum wird jetzt auf einmal die Textur so hell? Das ist ja strange hier. Strange Geschichte. So, wir machen das jetzt aber mal hier, ne, nicht nach links, sondern nach rechts. Ja, das Ganze mal so. Und dann fahren wir hier mal auf den linken Haufen. Ich glaube, das wird zwar dann nichts mit dem Beladen so richtig, aber ich will eigentlich hier mit dem MB-Truck wieder und das Förderband, dass ich das schieben kann und hier nicht auf der Silage rumstehe. Ja, auch die Silage dann eben zurückfahren bzw. irgendwo einlagern, werde ich dann eben offscreen machen. Das sind alles so Geschichten jetzt. Das muss ich jetzt eben einfach nur durch den Mapwechsel machen, was ja. Hab's ja schon erwähnt. Brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Mich ärgert das genauso viel oder wahrscheinlich wie manch einen von euch. Aber es gibt eben ein paar Sachen hier an der Map, die will ich geändert haben. Das hilft nichts. Und dazu gehört eben auch, dass die Kühe auf der Weide laufen und aber auch im Stall dann sind. Weil dafür habe ich den Stall. Ja, genau, Enter gedrückt. Ganz gut.
einmal ausgeschalten. Ja, das möchte ich auf jeden Fall und von dem her, da möchte ich eben dann, wenn dann alles richtig machen und nicht nur die Hälfte. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nach der Folge nochmal einen Überblick verschaffen, welche Felder wir angefangen haben oder welche Felder wir geerntet haben. Und werde die dementsprechend dann im Giants Editor eben auch verändern, dass das alles seine Richtigkeit hat und dass man hier eben nicht wieder bei 0 an, bei 100% anfangen. Hier ist es ja nicht mal 0, hier ist es ja 100%. Das ist ja eben der Mist an der ganzen Geschichte. Wer jetzt die Karte nicht bestellt und wir wären jetzt eh an dem Punkt, dass wir säen müssen und, dann würde ich da nichts sagen. Dann würde ich das einfach machen und gut ist. Aber so, nachdem wir dann doch wieder alle Felder hätten und alle Felder bestellt hätten, ist es einfach blöd. So, gut. Ja, wer sich jetzt fragt, warum ich die Silage aufs Feld kipp, ich brauche den Platz da. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber falls es jemand überhört haben sollte, sage ich es lieber nochmal. Der kommt natürlich dann wieder weg. Das ist jetzt einfach nur eine Zwischenlagerung. Da geht eh nicht mehr viel drauf auf den Haufen, genau. So, und den erwische ich mal wieder nicht. Ja, einziges wäre noch, dass ich wieder bei 0 anfange, beziehungsweise eben dann die Felder so belasse, wie sie sind von Anfang an. Aber dass wir dann eben mit der Feldkauffunktion arbeiten. Also dass wir dann definitiv nicht mehr die Möglichkeit haben, hier jedes Feld zu ernten und das auch nicht machen werden, sondern eben erst Felder kaufen müssen, die wir dann ernten können. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Wäre jetzt grundsätzlich auch machbar vom Geld her. Muss ich mal schauen, beziehungsweise das können wir jetzt so eigentlich schauen. Wir hätten, bin ich gerade blind? Ne, die 1 haben wir. Gehört uns nur die 1 oder was? Das wäre natürlich jetzt mager. Da sieht man es nicht. okay, warte mal. Dann gehen wir mal schnell hier rein. Ach, wieder die falsche. Wieder die falsche. So, was ist denn? Felder gesamt 95 und 1 erntereif. So, 2. Okay. Also uns gehört echt nur Feld 1. Das ist natürlich mager. Feld 3, Feld 4, Feld 5. Okay. Was ist das hier? Was kann man hier noch? Okay, keine Ahnung, was man da alles machen kann. Die neue Version noch nicht wirklich angeschaut, deswegen keine Ahnung, was man da so alles verändern kann an dem Mod noch. Müsste ich mir mal genauer anschauen. So, ja, dann, dann müssen wir da mal gucken, wie wir das machen. Ich überlege mir das noch. Vielleicht warte ich auch ab, bis ihr die Folge jetzt gesehen habt und gegebenenfalls dann eben auch in die Kommentare reingehauen habt, was ihr davon haltet. Ich hätte jetzt die Option, wie man es auch so, also wie ich es auch so gemacht hätte mit dem Feldkauf, dass ich quasi die Felder mit reinnehme, die wir jetzt schon neu bestellt haben. Das heißt, das ist Feld 1, dann glaube ich Feld 15, 15, 17 da unten. Die würde ich quasi offscreen dann kaufen, beziehungsweise in unseren Besitz bringen.
Und auch das Feld unten unterhalb vom Händler, das muss ich halt dann wieder herrichten, so wie es gehört. Oder ich lege es gleich zusammen im Giants Editor. Das wäre die andere Option. Dass ich die quasi in unseren Besitz bringe und dass wir mit denen dann weiterspielen als unsere Felder. Und der Rest ist einfach bestellt und wenn wir das nötige Geld haben, dann können wir diese Felder natürlich auch kaufen, aber ich würde sie dann bestellt lassen. Also dass einfach Mais drauf ist oder was auch immer. Und Ja. wenn wir das Geld zusammen haben für so ein Feld, dann kaufen wir uns das und dann können wir auch wieder Mais häckseln. Oder auch wenn es brennt, können wir uns da mal ein Feld kaufen und dann Mais häckseln und dann wäre das Ganze eben wieder machbar. Das wäre so meine Idee bei der ganzen Geschichte, dass es hier nicht irgendwie den riesen Vorteil bringt, dass wir jetzt da die Map wechseln oder die Map-Version wechseln. Aber schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Kann zwar vielleicht sein, wenn ich es zeitlich nicht anders hinkriege, dass ich die Folge dann schon aufgenommen habe. Aber dann werde ich auf jeden Fall in der darauf folgenden eventuell das Ganze wieder ändern, so wie ihr das gerne hättet, beziehungsweise wie euer Gedankengang davon wäre. Ja, alles nicht so einfach, aber wie ihr seht, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Und ich dann noch viel mehr. Ihr seht es eh oben in der Uhr. Ich lege hier gerade eine Nachtschicht ein. Hatte heute leider keine Zeit, wirklich aufzunehmen und habe auch nichts mehr in petto. Deswegen ja, gibt es jetzt eine Mitternachtsvorstellung. Dann geht das ganze Video hoch und ja, ihr könnt morgen 16 Uhr wieder schön hier, beziehungsweise jetzt ist es ja schon vorbei, aber dass sie eben dann um 16 Uhr auch wirklich da ist, die ganze Folge. Ja, und ich gehe jetzt dann von dieser Aufnahme gleich weiter nach Rockwood und nehme da noch die Folge auf und dann war es das für mich heute, beziehungsweise oder vielleicht nehme ich die heute auch nicht mehr auf und morgen früh. Im Moment geht das gerade, weil ich Urlaub habe. Da kann ich auch mal das Ganze dann vormittags machen. So, das funktioniert hier noch ganz gut. Perfekt, ist leer. Sehr schön. Aber das Förderband ist nicht leer. Okay. Ja, dann leeren wir mal den Hänger nochmal aus und dann das Förderband und dann ist gut. Dann haben wir das nämlich. Ja, da muss ich nämlich dann. Jetzt fällt mir gerade sowas auf, was gerade etwas sinnfrei ist. Ich muss schauen, ob ich die Heap-Tip-Trigger in der Fahrzeug-XML sehe. Also in der Vehicle-XML. Ansonsten wird es hier mit Silage etwas schwierig. Andererseits, das waren jetzt glaube ich 200.000 Liter, die wären auch schnell wieder beieinander. So, dann noch eine letzte Fahrt nach oben, noch das Förderband mal schnell leer gemacht und dann war es das eigentlich hier auch erstmal mit Silage. Dann passt das nämlich. Gut, super, genau. 274 Liter, das hat sich eigentlich schon fast rentiert. So, was wir aber definitiv machen müssen, das Gespann fahren wir mal jetzt wieder hier rückwärts runter, beziehungsweise eigentlich nur den Hänger, den stelle ich jetzt auch hier auf die Wiese, weil, ja, wie schon erwähnt, das geht, beziehungsweise ja, wenn ich jetzt den Wachstumszustand so lasse, wie er ist, dann muss ich das ganze Zeug wieder von dem Feld runterziehen. Ach, ist das schön. Ja, aber das gucke ich mir, glaube ich, dann morgen Vormittag mal an in Ruhe und werde das dann eben dementsprechend alles vorbereiten, dass wir dann in der nächsten Folge das Ganze machen können. Ach so, jetzt fällt mir gerade was auf. Wenn die Folge kommt, war das quasi der gestrige Vormittag, wo ich das alles mache.
Naja, schauen wir mal. So, gut, aber Fahrzeuge haben wir soweit wieder draußen. Dann, jo, ansonsten den Rest mache ich jetzt offscreen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal nämlich auf der neuen Version von dieser Karte, auf meiner eigenen Version. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das dann genauso. Und ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr so neugierig seid und die neue Kartenversion dann anschauen wollt. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.